Hallo alle zusammen, das hier sind Firngard Und die Stimmen aus dem Off. und wir wurden von Thomas herausgefordert, weil wir halt zu so faul waren, uns Degen zu kaufen und dahin zu fahren, machen wir jetzt ein Video. Wie war der Inhalt vom Video noch gleich? Wir sollen zeigen, so die Bibel ist ja laut uns voll doof und überhaupt kein moralischer Leitfaden. Und darum sollen wir jetzt ganz oft betont atheistische Leitfäden benutzen. Und da wir auch hier schöne Position haben, so also Stimme aus dem Off ist Atheist, ich bin kein Atheist. Das hat jedenfalls Thomas geklärt, oder? Also Thomas sagt ja, wir sind beide Atheisten, weil wir so nicht christliche Weltsicht haben. Das heißt ja gleich automatisch Atheist bei ihm oder Satanist, was weiß ich gerade. Stimmt, zwischendurch war ich der Teufel. Ja, was hast du auch so ein Spider-Man-Icon? Genau. Wollen wir erstmal anfangen zu zeigen, warum die Bibel vielleicht nicht so super ideal als objektiver Leitfaden für alles ist? Das machen wir gleich. Also wir verlinken unten erstmal das Herausforderungsvideo von Thomas. It's time to duel! Und da kann man sich ja dann auch auf seinem Kanal ein bisschen umklicken, wenn man nicht schon die Videos von dir und die Videos bei mir zu Thomas gesehen hat. Und der Kanal nicht schon wieder down ist. Oh ja. So, da war aber noch was von Thomas, denn es gab ja von ihm auch noch Regeln. Die Regel war, also weil wir ja die Bibel für ein Märchenbuch halten, sollen wir die nicht benutzen? Edge, das machen wir trotzdem. Und wir sollen Gleichheit, Gleichberechtigung nicht mit reinnehmen in unsere atheistischen Alternativen, weil das nach Thomas Denke angeblich nur Floskeln sind. Hohle Bätschi, Phrasen bätschi, des bätschi. Feindes. Propaganda! Das auch. Was ich wieder lustig finde, weil wenn Thomas dann ja sagt, wie cool die Bibel ist, kommt er immer mit Jesus mit der Nächstenliebe, was ja auch nur eine hohle Floskel wäre eigentlich, aber das jetzt mal nur so nebenbei. Vielleicht hört ja der Patient Thomas zu. Dann kann er ja selber was dazu schreiben. Denn im Gegensatz zu uns beiden ist Thomas bei uns nicht blockiert. Da können wir auch noch eben diesen schönen Gesprächsverlauf einblenden, den ich gestern hatte auf meinem Kanal. Wo das dann anfing mit, also wo das dann sehr geistig anfing, weil Thomas mit, ja, du bist jetzt entsperrt, das ganze Gedisse geht mir überhaupt überall dran vorbei. Und halt noch sehr geistreich von ihm, wenn du einen Beweis für Gott willst, dann fang an und bete. Meine Reaktion darauf war im Grunde dieses, ja, das kenne ich ja. Lies mein heiliges Buch und bete zu meinem Gott und wenn nichts passiert, dann machst du was falsch. Nach dem Schema kann ich ja auch Allah und den Koran beweisen. Dann kam wieder sehr geistreich von Thomas, ich weiß, ich langweile euch, aber die Vorgeschichte sollte man kennen, dass halt der Unterschied zwischen Allah und eigentlich auch allen anderen Religionen und dem Gott der Bibel Jesus ist, weil Jesus ist ja am Kreuz gestorben. Das heißt, er bringt damit dann schon wieder ein Kriterium mit rein, das absolut vorher nicht erwähnt wurde. Und er hat wieder eine sehr schöne Weltsicht von, eine Religion muss meinem christlichen Verständnis folgen, sonst ist die nicht richtig. Das habe ich dann auch im nächsten Kommentar kritisiert. Worauf er dann mit dem geilsten Satz aller Zeiten kam. Der Gott der Bibel ist keine Religion, sondern real. Religionen sind nur Ersatz für diesen Gott. Das heißt, wir sind innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Kommentaren von seiner Aussage, den Gott der Bibel kann man beweisen, indem man betet und die Bibel liest, zum Standpunkt, der Gott der Bibel ist real. Das heißt, ich beweise euch Gott und Gott gibt es, weil Gott ist echt. Natürlich, weil Das Gott habe ich ist ihm auch. dann auch so gesagt und er antwortete mit, Zitat, wer mit Gott nichts zu tun haben will, dann kann auch keiner beweisen. Und dann kam da gleich, sie wurden vom Eigentümer dieses Videos gesperrt, Ella Badge. Und zwar von seiner Seite gegen mich. Sehr geistreich übrigens. Gut, die Grundregeln sind aufgestellt von Thomas. Wir halten uns ein Stück weit dran. Ja, wir reden nicht von Gleichheit und er benutzt die Bibel nicht. Dann leg mal los. Denn ich finde, also wenn man sich dem schon widmet, und eigentlich habe ich ja keinen Bock, das zu machen, weil in meinen Augen ist Thomas einfach ein Spinner. Kleine Vorgeschichte noch. Wir hatten ja beide auch mal Kontakt mit Thomas, alias Impulsladen, über Skype. Ein erschreckendes Gespräch. Nicht, weil viel Quatsch erzählt wurde, sondern jetzt hole ich hier mal den Humanisten raus. Thomas ist nicht wirklich auf der Höhe. Vom Kopf her. Vorgeschichte. Und dann eben auch noch sein medizinischer Zustand. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich ihm da unterschreiben würde, dass er religiösen Wahn hat, sondern Thomas leidet an einer Krankheit und wahrscheinlich hat das auch schon Auswirkungen aufs Hirn. Ja,
Und jetzt soll ich hier mit dir, weil Thomas das sagt, halt so ein dickes Video machen. Das, was er da als Herausforderung gestellt hat, das würde jetzt rein theoretisch die Grundlage bilden, um unendlich viele Doktorarbeiten zu schreiben und die Sachen wirklich von ganz vorne zu beleuchten. Da müsste man wirklich ganz, ganz vorne anfangen. Nein, Thomas, nicht beim Urknall, nicht bei der Schöpfung, keine Bange, sondern wo die einzelnen Strömungen der jeweiligen Religionen herkommen und so weiter. Das machen wir jetzt, glaube ich, nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Aber du wolltest ja eh mit der Bibel loslegen. Dann mal los. Ja, ich habe mir halt so ein paar schöne Bibelsachen rausgesucht. Die können wir auch noch in die Beschreibung packen oder was weiß ich nicht was. Und da sind dann so schöne Sachen wie zum Beispiel halt dieses sehr geile, wenn eine Jungfrau in einer Stadt vergewaltigt wird, werden sowohl sie als auch der Vergewaltiger beide gesteinigt, wenn die Frau nicht laut genug geschrien hat. Und wenn eine nicht verlobte Frau vergewaltigt wird, dann muss der Täter dem Vater des Opfers 50 Gold, 50 Silberstücke zahlen. Und muss sie als Strafe heiraten. Da freut Das sich doch die sind, Braut. dazu kommen dann noch so schöne Sachen wie Todesstrafen für Homosexualität, für ungehorsame Kinder, du sollst Zauberinnen töten, das ganze Zeug. Also da streiten sich ja alle immer drüber, ne? Du sollst sie nicht zu einem Manne legen wie zu einem Weibe. Da hatten wir ja, glaube ich, mit Thomas auch mehrfach, dass das keinen Rückschluss sofort auf Homosexualität gibt, sondern Interpretation. Ich als Krieger reite nicht in irgendeine Stadt rein, besiege den Feind und dann nehme ich ihn danach noch ordentlich durch und erniedrige ihn. Es kommt jetzt halt darauf an, mit wem man spricht. Sagen wir mal, Thomas als unser Hardcore-religiöser Spinner, der wird überall das sehen wollen, was seine Meinung untermauert. Alle anderen, die Ahnung von Geschichte haben, die werden das wahrscheinlich anders interpretieren, denn die Bibel an sich kennt Sachen wie Homosexualität gar nicht. Ja, wenn man jetzt mal die Bibel auch gelesen hat, dann werden da Frauen eher so als Sachgut behandelt und weniger als eigenständige Personen. Diese Ja. bezeichnet, dass die vergewaltigte Frau dann also nicht irgendwie den Vergewaltiger die Eier abgeschnitten werden, sondern dass halt der Vater einen Schadensersatz bekommt und die Tochter verheiratet wird, weil die auf dem Markt ja nichts mehr wert ist. Und da kommen so viele Sachen, wie man darf seine Töchter in die Sklaverei verkaufen und so. Also Frauen galten deutlich als Menschen zweiter Klasse. Nur gesagt, eine schöne Frau ohne Zucht ist wie ein Schwein ohne Ring in der Nase. Also die Frau wird dem Mann deutlich untergeordnet und ist halt weniger eigenständige Person als ja, als vielmehr Besitz des Mannes. Das Pferd zählt mehr. Ja, was kriegst du für die Frau? Vielleicht ein halbes Pferd. Aber jetzt mal zurück von den frauenfeindlichen Witzen, die wir hier reißen können, und wieder zurück zur Bibel. In der Bibel findet man zum Beispiel auch detaillierte Listen von Regeln zum Verkauf, zur Haltung und zur Handhabung von Sklaven. Zum Beispiel bei 2. Mose 21,7, dass man seine Tochter in die Sklaverei verkaufen kann. Und die hatten auch im Grunde dieselben Rechte wie bei den alten heidnischen Römern. Dazu komme ich dann gleich noch. Priester durften Sklaven halten, Gewalt gegenüber Sklaven war toleriert. Und wenn der Sklave nicht durch das Verprügeln direkt gestorben ist, und dann irgendwie dann später an etwaigen Verletzungen verreckt ist, dann gab es nicht mal eine Strafe dafür. Ist ja nur der Besitz des, Eigentümers. Ja, Soldaten dürfen sich Frauen im Krieg nehmen. Und natürlich noch immer sehr beliebt, grausame Sachen in der Bibel, weil Thomas ja gesagt hat, ihr haltet die Bibel für ein grausames Buch. Das könnte daran liegen, dass man da solche Sachen hat, wie dass die Bibel halt lernt, dass es einen grausamen Gott gibt, den die Menschen gefälligst gehorchen sollen. Und wenn nicht, dann gibt es Krankheiten, Plagen und halt auch für Nichtigkeiten oder nur aus der eigenen Blutgier Gottes heraus wird getötet. Außerdem ruft er noch gerne mal offen zu Kriegen auf und liefert auch sehr gerne mal Hilfe bei etwaigen Kriegen. Nachzulesen in 5. Mose 7, 20,21, 3. Mose 14, 34, 5. Mose 20, 16 bis 18 und so weiter und so weiter. Da gibt es einen ganzen Arsch voll Bibelstellen und natürlich immer noch so geile Zitate wie: Ich will meine Feile Blut trinken lassen und mein Schwert soll das Fleisch meiner Feinde fressen. Und um da jetzt mal Brücke zu anderen Religionen zu ziehen. Bei den Griechen hatte man zum Beispiel Poseidon, der sich hingestellt hat und gesagt hat, du opferst mir jetzt deinen besten Stier, sonst hast du Probleme. Und wenn sich dann der König Minos weigert, dann hat seine Frau auf einmal sehr viel Lust, mit dem Stier zu schlafen und kriegt ein Monsterbaby. Das heißt, andere Götter aus derselben Zeitspanne waren nichts besser als der jüdische bzw. christliche Gott.
was mich dazu bringt, dass dahinter keine große erleuchtete Philosophie steht, sondern dass das einfach der damalige Zeitgeist war. Und Jesus hat sich ja auch nicht hingestellt und gesagt, das Alte Testament ist alles scheiße, hört da nicht drauf, sondern Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Regeln zu ändern, sondern sie zu kräftigen. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, die Bibel ist scheiße, weil Gott ist super grausam und da tötet Kinder, sondern wir sagen, die Bibel ist ein schlechter Leitfaden fürs Leben, weil das halt 5000 Jahre alte Texte sind, die im damaligen Zeitgeist geschrieben wurden. Es findet sich kein großes göttliches Wissen, es findet sich keine große göttliche Gnade. Das ist halt so gemacht, wie es damals war in der Welt. Und genau der Punkt mit der Gnade ist dann wohl das, was egal jetzt aus welcher Strömung der christlichen Kirche eben als das hervorstechende Merkmal gilt. Jesus als derjenige, der eben sagte, und jetzt gibt's auch mal Vergebung. Denn in allen anderen Regeln, Verboten und Co. findet sich eben auch immer wieder, dass der christliche oder jüdische Gott ein Gott ist, der nicht nur grausam ist, sondern eben auch nachtragend. Da ist nicht und nur der... Zornig. Ja, und zornig. Er bestraft dann nämlich nicht nur denjenigen, der, sagen wir mal, in Ungnade gefallen ist oder, ich benutze jetzt mal Thomas' Worte, die Sünde begangen hat. Also einfach derjenige, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Nein, bei diesem Gott sind dann auch noch die Nachfahren fällig und dürfen unter der Strafe leiden. Also da wird dann nochmal aufgenommen, nach der christlichen oder jüdischen Mythologie, zwei Leute bauen Scheiße im Paradies, die schmeißt man raus, alle haben die Erbsünde am Hacken. Und wenn man danach nochmal gegen die Regeln verstößt, dann haben auch die Nachfahren davon nochmal die Scheiße doppelt am Hacken. Für mich wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, neben all dem, was du gerade aufgezählt hast, na, der Gott der Bibel ist nicht gerade der Netteste. Dazu kommt natürlich noch eine interessante Art der Doppelmoral, dass er zwar selber festlegt, man darf Sklaven halten, alles kein Problem, die kannst du auch verprügeln, sagen sie dabei nicht tot umfallen. Aber selber sagt er dann zu den Ägyptern, lasst mein Volk gehen, weil ihr dürft keine Sklaven halten, zumindest meine Leute nicht. Und wenn doch, dann tötet eure Erstgeborenen und macht euren Fluss zu Blut hier. Kommen auch Heuschrecken und Frösche, also du. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Mit dieser gesamten Moralvorstellung, nämlich des einen ausgewählten Volkes, das sich dann per se, ob die Anhänger das jetzt machen oder nicht, aber stützend auf ihre Lehre, über alle anderen Völker stellen und eben auch über alle Andersgläubigen. Und nicht nur zu der Zeit, als das Judentum Blütezeit hatte oder als Jesus da war, gab es ja mannigfaltige Religionen und deren Anhänger. Und gerade unter den Römern war man da eigentlich relativ locker. Da hat man also nicht seinem Nachbarn den Schädel abgerissen, weil der jetzt irgendeinen anderen Gott toll fand, sondern da gab es ein den Umständen entsprechend relativ harmonisches Miteinander. Was unter anderem eben auch daran liegen kann oder daran lag, dass sowieso alle nicht nur einen, sondern viele Götter hatten. Und quasi das Revolutionäre am Judentum und Christentum ist ja dann wohl, dass es angeblich nur einen Gott gibt. Ich habe hier jetzt mal mit Absicht angeblich gesagt, denn wer sich mit dem Judentum und der Tora beschäftigt, der kommt relativ fix auf den Punkt, dass sich natürlich das Judentum auch aus anderen Religionen entwickelt hat und selbst das Judentum mit diesen Wurzeln mehrere Götter kennt. Und dann wird diese ganze Geschichte von wegen, es gibt nur einen und ich der Richtige und alle anderen nicht und falsch, wird dann wieder völlig hinfällig. Und guckt man sich dann wieder die Regeln an in Tora und Bibel, dann wird's Bein, finde ich, nochmal richtig dicke. Weil dann sind die, die nicht an den christlichen und jüdischen Gott glauben, sowieso zum Abschlachten freigegeben. Das ist im Grunde einfach nur, wir haben jetzt unseren Hauptgott, den beten wir jetzt einfach nur noch an und alle anderen Götter sind im Grunde auch der Gott nur mit eigenen Gesichtern, beziehungsweise in einigen Fällen, wie zum Beispiel von Baal, wurde dann ja explizit gesagt, dieser Gott ist scheiße. Da werden dann auch da böse Sachen unterstellt, die bisher noch nie bewiesen wurden. Das heißt, jo. So super läuft das alles nicht. Welche Überraschung. So, wollen wir noch zu dem Punkt kommen oder langsam mal dahin übergehen, dass wir Thomas bitte nachkommen und dann mal Alternativen vorstellen. Ach ja, wir hatten ja noch ein richtiges Thema. Richtig. Wir sollen atheistische Werte als Alternative zur Bibel aufzeigen. Möchtest du? Soll ich?
fang du mal mit den atheistischen Werten an. Ich kann dann nachher noch mit den nicht-atheistischen Sachen ergänzen. Das wird jetzt natürlich relativ kritisch und auch schwierig, wenn man sagen möchte, vor x tausend Jahren, da hatten die Leute gar keinen Glauben und diese atheistischen Werte haben sich bis heute bewahrt, wenn auch unterdrückt und so weiter. Das wird natürlich total schwierig. Und so hatte ich das jetzt im Ansatz bei Thomas nämlich verstanden, dass die Bibel als Bewahrer von Werten, Moral und wenn man anderen Spinnern glauben mag, dass die Bibel und gerade der christliche Glauben ja für den kulturellen Aufschwung gerade in Europa verantwortlich ist. Das alles wird ein bisschen unmöglich, weil die Leute, je dümmer sie waren, immer an irgendwas geglaubt haben. Der Blitz kommt aus dem Himmel, macht den Baum kaputt und der brennt auch noch. Na, da muss ja wohl irgendeiner da oben in den Wolken hocken. Ich greife einfach mal eine Religion auf. Warum ich Religion jetzt gerade so blöd gesagt habe, ist, das müssen wir hier vielleicht auch mal erwähnen, Thomas sagt, seine Religion ist keine, seine ist echt und alle anderen sind ja nur Religionen von Menschen gemacht. Also, das wirklich Einschneidende, was ohne einen da oben ist ein Gott auskommt, ist der Buddhismus. Und der ist wesentlich älter als das Christentum. Wenn man jetzt Buddha oder Gautama als quasi den Vorsitzenden dieser Strömung nimmt, dann beginnt das Ganze schon um 420 vor Christi. Und Gautama kam aus Nordindien. Und da finden sich dann auch wieder die Einflüsse aus der indischen Religion oder dem indischen Verständnis der Welt. Die spielen da auch eine gewisse Rolle. Wir kommen auch gleich dazu, was das ist. So hat nämlich Gautama laut der Sagen oder der Überlieferung von der Gottheit Brahma den Auftrag bekommen, dass er in dem jetzigen Leben, was er als Gautama lebt, den Menschen Glück und Frieden bringen soll. Und die buddhistischen Lehren kommen tatsächlich ohne einen oben stehenden Gott aus, der den Menschen nach unten vermittelt, folgt mir, sonst gibt's Haue. Der Buddhismus selber trägt für mich unglaublich große Züge von einer Philosophie und somit eben keiner Religion. Und wenn man jetzt eintaucht in den Buddhismus und sich die Lehren anguckt, dann kommt das eben ohne diese drakonischen oder fiesen, harten, grausamen Regeln aus, die man unter anderem eben auch im Christentum findet. Von daher, Thomas, aufpassen, mitschreiben, erster Ansatz, die Werte und Normen, die zum Beispiel der Buddhismus vermittelt. Dazu kann man jetzt noch ergänzen, wenn man ein Klugscheißer wie ich ist, dass der Buddhismus durchaus auch als Religion gesehen werden kann. Weil Buddha halt, wie gesagt, eine Wundergeburt hatte. Seiner Mutter ist, ich glaube, es war ein 4-stoßzähniger Elefant erschienen. Er wurde nicht normal geboren, sondern aus der Seite heraus geboren bei ihr. Er hat Wunder gehabt, also hat irgendwie laut den Texten 20 Jahre gefastet, unterm Baum meditiert. Hat gegen Mara, also das, die Gottheit der Verführung, widerstanden und so weiter. Das heißt, auch wenn religiöse Elemente drin sind und in vielen buddhistischen Strömungen Götter eine große Rolle spielen, ist Buddhismus trotzdem nicht eine Religion, die sagt, wir müssen uns jetzt auf Gott oder Götter oder die Erleuchteten krampfhaft fokussieren, das geht nur durch die, sondern Buddhismus sagt, weißt du was, Jung? Sei ein guter Mann, da geht das alles. Was zum Beispiel auch durch die Vorzeitig-Erlösten dargestellt werden kann, das sind, wenn ich mich gerade irre, 24 Leute, die vor Siddhartha Gautama erlöst wurden, also erleuchtet wurden, und das Nirvana betreten haben. Das heißt, man braucht die Lehre des Buddhismus nicht zu befolgen, um zu sagen, man ist im Sinne des Buddhismus eine gute Person. Man muss sich einfach nur gut verhalten. Das heißt, das, was zum Beispiel im Buddhismus gepredigt wird als Anregung gegeben wird, besser gesagt, mit lasse den Stock ruhen, tu nicht, was du nicht willst, man ja tut das Fügung keinem anderen zu und so weiter. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht in die Geschichte, ist es im Grunde sehr interessant, weil Buddhismus eigentlich nur eine Kombination aus drei Dingen ist. Zum einen aus dem Hinduismus und seinem Kastensystem, dann dem gesunden Menschenverstand und dem Jainismus. Jainismus ist eine Religion, die davon ausgeht, man darf keinem Lebewesen Leid zufügen und das geht bis auf die bakterielle Ebene runter. Jainisten sind zum Beispiel die Typen, die mit einem Besen vor sich herfegen, damit sie keine Insekten tottreten und sind in den extremeren Sorten dafür bekannt, dass sie sich zu Tode hungern
um halt Tiere und Pflanzen nicht töten zu müssen. Das hat Buddha aufgegriffen, soweit Siddhartha natürlich viele Lehrer hatte, das wird auch sehr erwähnt, viele Lehrer und dann am Ende dann aus Yoga, Hinduismus, Jainismus und frag mich nicht, was noch alles, das zusammengefügt, was dann am Ende den Buddhismus ergeben hat. Das heißt, durch den eigenen gesunden Menschenverstand aussortiert. Das Kastensystem des Hinduismus macht absolut keinen Sinn. Warum sollte ich erst 50 Mal wiedergeboren werden, damit ich meine Kaste verlassen kann, um dann irgendwann eine Kaste zu erreichen, die hoch genug ist, um erleuchtet zu werden? Sondern man hat gesagt, das Prinzip der Wiedergeburt und der Erleuchtung ist vollkommen logisch. Aber das Kastensystem schaffen wir ab. Das ist ja eigentlich eh nur, damit die Priester und Adeligen ihren Status behalten können. Das heißt, Buddhismus, auch wenn man es als Religion sieht, wäre im Grunde ein sondiere deine Umgebung, sammel Wissen an, auch religiöses Wissen. Und am Ende kannst du dann durch deinen eigenen gesunden Menschenverstand aussortieren, was davon nützlich ist und was nicht nützlich ist. Ich schätze mal, dass Leute wie Thomas das nicht kapiert haben. Ich wollte es nur erwähnt haben. Sehr gerne, aber ich glaube tatsächlich, dass Leute wie Thomas das nicht geschnallt haben. Ohne eine feste Regel wie du sollst nicht das und das machen, scheint es für manch einen überhaupt nicht zu funktionieren. Aber das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich dass das, was ich nicht möchte, dass mir angetan wird, ich auch keinem anderen antue, das bildet ja schon, wenn man es jetzt mal auf heute überträgt, eine humanistische Grundlage für jedwedes Verhalten, was ich an den Tag lege. Weil ich es nicht schön finde, wenn mir jemand seinen Ellbogen ins Gesicht rammt, ramme ich auch meinen Ellbogen keinem anderen ins Gesicht. Wenn man zum Beispiel jetzt noch den Konfuzianismus nimmt, was ja in China sehr groß ist, was eigentlich auch in dem Sinne genommen keine Religion, sondern eher eine Philosophie ist, was aber mit dem Daoismus oft zusammenhängt, das ist halt in Japan alles recht vermengt und darum halt durch den Daoismus in den Konfuzianismus Elemente mit reinkommen, die halt auch religiös sind. Man kann halt den Daoismus als Religion sehen oder auch nicht, wie auch immer. Aber der Daoismus selber enthält halt auch Sachen, die zum Beispiel von Buddha auch aufgegriffen wurden. Zum Beispiel, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Oder halt, was damals im feudalen China üblich war, wenn ein hoher Fürst gestorben ist, wurden seine Sklaven mit ihm beerdigt. Und die Sklaven wurden vorher meistens noch nicht mal getötet. Und gegen solche Praktiken hat sich halt auch Konfuzius aufgelehnt. Hat halt gesagt, es ist barbarisch und unzivilisiert, so etwas zu tun. Und kein Gott, der noch bei Verstand ist, würde so etwas befehlen. So etwas kann nicht der Weg des Ausgleichs sein oder der Wille der Götter. Das heißt, man kann selbst innerhalb des religiösen Kontexts noch argumentieren, dass solche Sachen wie Sklaven lebendig einmauern absolut schwachsinnig ist. Dass es keinen Gott geben kann, der so etwas will. Zumindest kein Gott, der es wert ist, angebetet zu werden. Und wenn man dann jetzt wieder in die Bibel schaut, findet man viele Sachen, die auch oft sehr widersprüchlich sind. Ich meine, Jesus stellt sich hin und predigt Liebe und Vergebung. Und dann kommt ein paar Kapitel davor dann noch Gott, wie er gesagt hat, die Kinder sollen als Felsen zerschmettert werden und der Bären und Löwen ausschickt, um Kinder zu töten. Da denkt man sich, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Vielleicht bringen wir ganz kurz mal einen roten Faden rein, damit jeder, der sich damit nicht beschäftigt hat, vielleicht mal den epochalen Unterschied erkennt. In der christlichen und jüdischen Religion hat jeder Mensch, der auf die Welt kommt, sofort eine Schuld oder Sünde auf sich, weil nach deren Mythologie oder auch Religion Adam und Eva ja aus dem Paradies geflogen sind, weil sie Mist gebaut haben. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das hatten wir ja alle schon. Und im Hinduismus, im Buddhismus, da erlangt der Mensch das Glücklichsein mit sich immer in Verbindung mit den anderen ihn umgebenden Lebewesen und Menschen, weil alles miteinander verbunden ist, durch Reinheit und Güte. Also weil er nichts Böses macht, wird er ein glücklicher und seliger Mensch. Und wenn man im Buddhismus zum Beispiel in einer niederen Kaste geboren ist, dann wird das meist damit begründet, dass man im Vorleben gesündigt hat. Das heißt, man selber bzw. die eigene Seele hat eine Schuld auf sich geladen, die sie in diesem Leben ableisten muss.
Kann. Man oder muss kann. Ja, es wird nicht gesagt, dein Vater war doof, also bist du auch automatisch doof. Es wird gesagt, in deinem vorherigen Leben hast du eine Schuld auf dich geladen, diese Schuld lastet in diesem Leben auf dir. Wenn du sie nicht abbaust, dann im Leben danach immer und im Leben danach und so weiter und so weiter. Das Ganze wird aber auch nicht als große und schwere Strafe gesehen und das Leben wäre jetzt schlecht. Jetzt bringe ich gleich mal was vom Buddhismus mit ein. Weil das Leben sowieso Leid bedeutet, ist es überhaupt nicht notwendig und macht auch keinen Sinn, dass man sich permanent darüber beschwert. Also ich übertrage das jetzt mal in die westliche Welt. Oh mein Gott, mir geht's so scheiße, Gott muss böse auf mich sein. Überhaupt nicht, sondern das Leben, was ich habe, sehe ich als Herausforderung oder als den Weg, den ich beschreite. Und auf diesem Weg probiere ich oder bin bemüht, nicht nur das Bestmögliche daraus zu machen, sondern daran aufzugehen und mein Glück darin zu finden. Oder im Fall von Thomas wäre das dann nicht, Gott ist böse auf mich, sondern die Menschen in der Welt sind voll böse und darum ist die Welt scheiße. Und das alles nur, weil sie nicht Gott gehorchen. Sondern man kann sagt halt, die Welt ist, das Leben ist Leid, das ist eine natürliche Ordnung, das war schon eigentlich immer so. Und daran werde ich wahrscheinlich nicht viel ändern, aber ich kann versuchen, etwas daran zu ändern. Und dadurch, dass man das versucht, erfüllt man im Grunde aus dem buddhistischen Sinne her den Sinn seines Lebens. Man versucht, in der Welt etwas zu verbessern. Man lebt nicht einfach in den Tag hinein und sagt, es ist alles sinnlos, Gott hat uns verlassen. Oder man setzt sich hin und predigt ganz lange, bis einem Leute zuhören und redet von der Endzeit. Sondern man sagt, jeder von uns hat die Aufgabe, aus seinem Leben das Beste zu machen, sowohl für sich als auch für andere. Jetzt schmeiße ich sogar mal was Literarisches ein. Das kam ja in Deutschland und Europa relativ spät, dass eben das Ziel des Lebens hier auf der Erde eben nicht der Himmel ist, sondern dass das Leben hier auf der Erde eigentlich schon das Paradies ist. Und genau diese auf das Leben und die Welt fokussierte Lebenshaltung, die es so in der Bibel eben nicht gibt, wenn man daran glaubt, dass man allen Regeln von Gott befolgen muss und dann kriegt man als Belohnung ein Leben im Paradies. Da liegt schon der erste oder einer der vielen großen und bedeutenden Unterschiede. Jo, das mal zu Punkt 1, zu atheistischen oder generell Alternativen zu den Werten der Bibel. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise die Bibel anguckt, also Bibel, Tora, Koran, im Grunde das ganze monotheistische, abrahamitische, hat man da nicht einfach nur eine Geschichtensammlung, sondern auch genaue Richtlinien. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, das mit den, wenn eine nicht verlobte Frau vergewaltigt wird, dann muss ihrem Vater 50 Silberstücke bezahlt werden und der Vergewaltiger muss sie heiraten. Da kann man nicht sagen, das ist sinnbildlich gemeint, sondern das sind Gesetzesschriften. Da wird gleich gesagt, bam, Gesetze, das wird so befolgt. Während man in den heidnischen Religionen, sagen wir mal in den heiligen Schriften der Edda, dem Jindaiki oder was auch immer, Geschichten hat, wie die Götter etwas machen. Wenn man zum Beispiel im alten Griechenland leben würde oder gelebt hätte, in dieser Vergangenheitsform, dann hätte man damals Herkules gelesen, was übrigens Herkules ist ein Halbgott, also ist das somit eine religiöse Schrift. Herkules tötet dadurch, dass Hera ihn verrückt macht, seine Familie und muss bei dem Bruder seiner toten Frau, einem Fürsten, Abbitte leisten. Und dafür muss er 13 Aufgaben erledigen. Das sind diese Standardsachen wie töte diese Bestie, töte jene Bestie, aber auch solche Sachen wie säubere den größten Pferdestall der Welt und hole mir die magischen goldenen Äpfel vom Ende der Welt. Und jede dieser Aufgaben hat eine symbolische Bedeutung. Es wird nicht gesagt, das ist so, das ist das Gesetz, das musst du befolgen, sondern diese Geschichten sind im Grunde wie bei den Gebrüdern Grimm. Am Ende steht immer eine Moral und man kann etwas davon lernen. Und indem man diesem großen Halbgott nacheifert und versucht, so wie er zu sein, das Richtige zu tun, wird man ein besserer Mensch. Wobei bei Griechenland, auch sogar beim alten Griechentum, im Grunde das Nachleben nicht wirklich viel ausgemacht hat. Da gab es die Unterwelt. Da kamen 99,98% der Leute in den Hades, also die große graue Ebene, das man heute als Vorhölle bezeichnen würde, wo im Grunde nicht viel passiert. 0,01%, die besten von allen, kamen ins Elysium. Eine wunderbare Insel,
Hafenklang, guter Wein, ungetrübte Freundschaft, im Grunde das man heute als Himmel bezeichnen würde. Und 0,01% kam in den Tartaros. Da kämen dann solche Leute hin wie die größten Gotteslästerer, die größten Verbrecher, die kämen in den Tartaros. Aber es wurde nicht gesagt, sei ein guter Mensch, sonst kommst du in den Tartaros. Es wurde gesagt, die absolut schlimmsten Seelen kommen in den Tartaros, damit sie auf keinen Fall aus dem Hades ausbrechen können. Zum Beispiel die Titanen wurden in den Tartaros verbannt. Und wenn man sich dann halt diese Geschichten ansieht, hat man ein ungefähres Vorbild, nach dem man leben kann. Es wird nicht gesagt, du musst das jetzt genau so machen, sonst kommt Thor runter und haut dich mit dem Hammer tot. Sondern es wurde halt dadurch gesagt, indem du diesen Göttern nacheiferst, wirst du ein besserer Mensch. Das Leben nach dem Tod, was du davon hast, ist vollkommen sekundär, es ist unwichtig. Es geht darum, wie kannst du ein besserer Mensch werden und in der Gesellschaft besser funktionieren. Ja, und um den Bogen jetzt nochmal zurückzuspannen, zu der so schwierigen und uns gestellten Aufgabe von Thomas, die Bibel als Grundlage bzw. Bedienungsanleitung fürs Leben, die er für sich setzt. Da kommen wir dann nämlich zu dem eigentlichen Problem. Thomas hat uns zwar verboten, Gleichheit und Gleichberechtigung zu nehmen, weil das ja nur Floskeln sind, aber in keiner der bis jetzt erwähnten Religionen hat es überhaupt jemand sich erlaubt, um zu sagen, ich bin jetzt Mitglied bei Gott, hast du nicht gesehen, und deswegen bist du blöder, beschissener und weniger wert. Die einzigen Unterschiede, wenn ich das kurz einlegen darf, gab es, wenn man zum Beispiel bei den Chinesen guckt, dass halt die Adeligen aus Lehm geformt wurden und die normalen Bürger aus Dreck geformt wurden. Das heißt, man unterscheidet dann zwischen besseren und schlechteren Menschen, in Anführungsstrichen, was aber nichts mit der jeweiligen Religion zu tun hat, sondern was etwas mit dem Stand in der Gesellschaft zu tun hat. Wenn man sich dann zum Beispiel im Shintoismus anguckt, hat man bestimmte Blutlinien, hauptsächlich Adelige, die von sich behaupten, dass sie von Göttern abstammen. Zum Beispiel stammt der Kaiser offiziell von Amaterasu ab, der Sonnengöttin. Und dasselbe hatten wir im Grunde bei den Merowingern, wo König Meroving gesagt hat, mein Vater ist ein Meeresgott. Und darum hatte er halt Herrschaft über sein Volk. Das heißt, Unterschiede zwischen verschiedenen Religionen sind in den Schriften so gut wie nie enthalten. Wenn, dann sind das Standesunterschiede oder Unterschiede wie, ich stamme von diesem Gott ab und darum bin ich besser als andere, weil die keine göttlichen Vorfahren haben. Und selbst der Unterschied in der Gesellschaft führte zu keinem Unterschied in der Behandlung untereinander. Das heißt, die waren größtenteils alle bemüht, nett zueinander zu sein. Bevor gleich einer auf die Barrikaden geht, ich behaupte nicht, dass ein Christ generell so drauf ist, dass er sagt, du bist kein Christ, du bist scheiße, deswegen behandle ich dich scheiße. Wenn man aber Und wir behaupten auch nicht, dass jetzt zum Beispiel die Römer, nur weil die jetzt keine Christen waren, total happy und freundlich waren. Wir sagen nur, dass die jetzt die Germanen und im Grunde alles andere, was darum lief, erobert haben, hatte nicht den Sinn zu sagen, wir sind die einzig wahre Religion, wir müssen jetzt die Psalme Jupiters verbreiten, sondern da wurde gesagt, wir sind kultivierter, wir bringen denen unsere Kultur. Das war die Religion vollkommen hintergestellt. So, wenn ich also die Bibel tatsächlich als Grundlage oder Bedienungsanleitung für mein Leben ranziehe, dann ziehe ich mir, ob ich das möchte oder nicht, eine Anleitung herbei, an deren Spitze, das ist jetzt eine Behauptung von mir, ein wirklich sehr grausamer Gott steht und mir Regeln mit auf den Weg gibt, die mich, ob ich das möchte oder nicht, auch zum Arschloch werden lasse. Jetzt mache ich mal das, was Thomas nie macht. Ich stelle also eine Behauptung auf und bringe dann Punkte, wieso ich zu dieser Behauptung komme. Grausamer Gott, ich hatte es ja schon mit dem Penis-Video gemacht. Ich bin also kurz mal ein Gott und erschaffe mir zwei relativ einfache Menschen, die keine Ahnung haben, was böse und was gut ist. Und denen sage ich, du nasch nicht von dem Bäumchen da. Ja, wenn die nicht wissen, was gut und böse ist, dann wissen die ja auch nicht, was ihnen blüht, wenn sie Scheiße bauen. Dann naschen die aber davon und dann schmeiße ich die raus. Und ich schmeiße nicht nur die raus, ich schmeiße alles raus, was mit denen zu tun hat. Ich schmeiße eigentlich alles raus. Die Tiere, die haben damit auch nichts zu tun und so weiter. Schmeiße ich alles raus. Und weil ich so stinkig auf die bin,
bin ich auch noch gnatzig auf deren Nachfahren. Und zwar auf alle. Immer und dolle. Und dann drohe ich denen auch noch und sage, hier, ihr Schweine, am Ende eures Lebens, da gibt's denn das Gericht und da entscheide ich, ob ihr in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und die, die in die Hölle kommen, die sind sowieso am Arsch. Und die, die in den Himmel kommen, naja, da wollen wir dann nochmal gucken, ob die nett sind oder nicht. Und dann gebe ich aber ein paar Leuten noch ein paar Regeln mit auf den Weg, die halt nur so sträuben vor, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, Dummheit, und jetzt höre ich auf mit der Übertreibung, Arroganz, wirklich menschenunwürdigen Strafen und vor allem auch Regeln. Denn ich schätze mal, also die, die jetzt nackt vorm Rechner sitzen, die nicht, aber alle anderen, die was anhaben, die tragen in den meisten Fällen ein Mischgewebe. Und Mischgewebe tragen Ifui, wenn man die Bibel ranzieht. Dafür geht's dann schon mal ab nach unten. Und man kriegt noch Steine auf dem Weg, ganz wichtig. Ja, das jetzt nur mal als eins von vielen Beispielen, wo man sich an den Kopf fassen kann, was denn das eigentlich soll. Firngard hat ja da schon einiges angebracht. Und solch ein Quatsch findet sich leider zuhauf. Die Juden habe ich jetzt mit reingebracht, weil das Alte Testament ja quasi eine Kopie der Tora ist. Und die Juden haben denn gesteinigt wie die Blöden. Wobei es bei den Christen keine Vorgabe gab, was man jetzt direkt mit dem anderen machen muss. Da ging es hauptsächlich darum, komm, vergieß sein Blut und fertig ist. Und das führt mich, aber Firngard kann ja da gleich nochmal reingehen, eben zu dem Punkt, wie das Ganze dann abläuft. Da hat man gerade in Europa dann die Hexenverfolgung gehabt, wie blöd, wo man alles und jeden niedergemetzelt, gefoltert und sonst was hat und das eben alles im Namen der Bibel. Beziehungsweise man hat gesagt, im Namen des Gottes der Bibel hat sich dann ein Ersatzbuch gesucht, wie zum Beispiel den Hexenhammer. Man gesagt, das ist Wissenschaft, aber es ist alles im Namen des biblischen Gottes. Und in der Bibel steht ja auch, du sollst Zauberinnen nicht am Leben lassen. Das war eben nachgucken. 2. Mose 22, 17. Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Das heißt, wenn man sich auf irgendeine Stelle beruft, kann man es immer noch ausschmücken am Ende. Wenn dann gesagt wurde, ja, da hat Gott nicht genaues zu gesagt, wie erkennen wir denn die Hexen? Ja, Gottes Urteil klingt gut. Da wird die an ein Stück Holz gebunden und ins Wasser geworfen und wenn sie oben schwimmt, dann ist sie eine Hexe und wird verbrannt. Wenn sie ersäuft, dann war sie keine. Beziehungsweise wenn sie unten schwimmt, dann versucht man sie nicht unbedingt ersaufen zu lassen. Aber es ist trotzdem halt basierend auf dieser Textstelle, wo man sagt, wir müssen jetzt unser Weltbild auf jeden Fall anpassen an die Bibel. Und dann gucke ich mal nach. Und in der Bibel finde ich eine Stelle, die sagt was zu Zauberinnen. Und dann muss ich auch unbedingt sagen, ja, die Zauberin muss ich jetzt ausmerzen, weil das steht hier in der Bibel. Was vor allem dann wirkt, wenn die Gesellschaft noch an Zauberinnen glaubt. Wenn man das heute sagen würde, dann wird David Copperfield vielleicht sich einen Flieger nehmen, aber sonst passiert da nicht viel. Obwohl, ich erinnere mal an Amerika und Harry Potter. Das sind die ganz Bekloppten. Thomas ist ja auch noch da. So, und genau solche Dinge sind es dann, wo ich mich dann frage, wie gehen andere damit um und vor allem warum. Und wie vorhin kurz angeschnitten, kennt der Buddhismus und natürlich auch der Atheismus keinen oben stehenden Gott und dementsprechend auch keinen direkten Gegenspieler. Wie ist das Christentum mit dem Teufel kennt? Und um den Spruch nochmal aufzugreifen von Thomas, liest die Bibel, bete und dann wirst du Gott erleben. Da füge ich jetzt mal was dazu. Thomas, lies die Tora, denn deine Bibel basiert komplett auf der Tora und dem jüdischen Glauben. Und die Juden oder das Judentum kennt in dem Sinne überhaupt gar keinen Satan. Satan ist ein Zusatz und steht für Richter und alle Engel, die im Namen Gottes ein Gericht halten und dann auch entscheiden, was zu tun ist, die haben den Zusatz Satan bekommen. Das ist zum Beispiel bei Hiob sehr schön zu sehen, wo nicht Satan sich hinstellt und sagt, ich bin der Fürst der Finsternis und nimm sich einfach jetzt eine große Feueraxt und setzt sich Hörner auf und haut alles, was der Typ hat, kaputt. Sondern da kommt zu Gott an und sagt, ich glaube, der Typ mag dich nur, weil er reich ist. Sag Gott, von mir aus, probier es aus, mach seinen Scheiß kaputt. Und mach ihn krank und mach dies. Gott hat alles erlaubt, was Satan bei Hiob veranstaltet hat. Und am Ende hat dann Satan gesagt, okay, der mag mich immer noch, jetzt wird er auch belohnt. Satan saß daneben und gesagt, yo, Chef, hattest du recht. So, probiere ich nochmal die komplette und endgültige Brücke zu schlagen zu Thomas. Bitte doch mal atheistische Werte aufzuzeigen. Also, mit dem behandel keinen anderen, wie du behandel jeden anderen so, wie du auch behandelt werden möchtest, geht das eben auch über zu finde das Glück in dir und finde innere Zufriedenheit. Was ja
mit der Grundlage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich Scheiße baue, komme ich in die Hölle und ich muss ganz lieb sein, dann komme ich vielleicht in den Himmel. Also was mit diesem Druck der christlichen Lehre meines Erachtens überhaupt nicht möglich ist. Ich komme auf die Welt, bin voller Sünde, fast egal was ich mache, ich kriege noch mehr Sünde aufgebrummt. Was denn so Pluspunkte bringt, ist andere noch zu meinem Glauben überzeugen oder dahin führen, damit die dann auch an meinen Gott glauben. Und wenn es richtig gut läuft, dann kann ich vielleicht noch mit ganz vielen anderen in andere Städte einfallen, kann denen die Rübe abhauen, weil die ja da hocken, wo angeblich meine heiligen Reliquien herkommen. Ja, das war schon eine Anspielung auf den Kreuzzug. Und selbst wenn ich geschlachtet und gemordet habe, wie blöd, dann muss ich danach bloß bereuen und alles wird mir vergeben. Na klar, ich muss aufrichtig bereuen und nur dann wird mir vergeben. Aber dann ist alles schick und fein. Und selbst das reicht dann noch nicht, wenn ich dann tatsächlich in den Himmel komme. Nee, weil dann gilt es ja nochmal, die Endschlacht zu führen gegen Satan, seine Anhänger und hast du nicht gesehen. Also das ganze Leben auf Erden und danach im angeblichen Himmel basiert immer nur darauf, irgendwann gibt es nochmal so richtig hart auf die Fresse. Und ohne diesen Druck von oben, da lebt es sich nicht nur leichter, sondern man kann wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall, kann man sein Leben mit anderen zusammen wesentlich entspannter führen und vor allem auch friedlicher. Da gibt's keinen, mein Gott ist der Geilste, deiner kann nur falsch sein, oder hier Thomas, mein Gott ist real, alles andere sind nur von Menschen gemachte Religionen, und mein Gott ist real, weil, Zitat, ich Gott erlebt habe. Man findet diese Beispiele, ich habe in dem Heiligen Buch gelesen, habe dann zu dem jeweiligen Gott gebetet und der hat mir dann angeblich geantwortet, das findet man ja eben auch im Islam. So, welcher ist denn jetzt der Richtige? Und dann fangen, im besten Fall fangen zwei Spinner an, der eine bewaffnet mit dem Koran, der andere bewaffnet mit der Bibel und wenn sie Bock haben, holen sie noch einen Juden dazu mit der Tora, die hauen sich dann gegenseitig die Zitate um die Ohren und kommen am Ende wahrscheinlich nicht auf den Punkt, dass sie sagen, oh mein lieber Scholli, vielleicht sind ja alle gleich und vielleicht verfolgen wir ja alle das gleiche Ziel. Nee. Das passiert in den seltensten Fällen. Jedenfalls, wenn man es mit solchen Komanchen zu tun hat wie Thomas. War das dein Fazit jetzt? Nehmen mein Fazit, wenn wir jetzt Sensi mein zu uns selber sind, haben wir behandelt keinen anderen so schlecht wie du nicht auch behandelt werden möchtest. Thomas hat uns verboten, über Gleichheit zu sprechen. Dann sage ich eben, alle sind equal, edgy-badgy. Dann richte ich mein Leben danach aus, dass ich nicht nur mir was Gutes tue, sondern für die Gemeinschaft, in der ich bin, etwas Gutes tue. Und weil ich mit allem verbunden bin, wie vorhin schon erwähnt beim Buddhismus, richte ich mein Leben dann natürlich auch darauf aus, dass ich den Planeten, also meine mich umgebende Umwelt, keinen Schaden zufüge und vor allem für mich und andere diesen Planeten erhalte. Und allein mit den drei Sachen geht es schon wunderbar voran. Dann werde ich jetzt nochmal zu meinem langen und unnötig komplizierten Fazit kommen. Wenn man sich die Bibel ansieht, hat man, wie vorhin schon erwähnt, einen Gott, der relativ grausames Zeug labert die meiste Zeit und der sich damit sehr gering von anderen Göttern unterscheidet der damaligen Zeit, die zum Teil noch sehr viel nettere Sachen drin hatten. Und wenn man jetzt meinetwegen sich andere Götter sucht und sich da mal die Schriften anguckt, hat man dann, wie gesagt, nicht feste Gesetzestexte, nach denen das heißt, du musst so leben, sonst kriegt das Haue von oben, sondern wo gesagt wird, ja, das Leben nach dem Tod ist jetzt auch mehr so sekundär, das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist ja erstmal, dass wir jetzt eine Philosophie für das jetzige Leben haben. Und da gibt es halt Geschichten von Göttern. Und wenn ich mir dann mal angucke, wie in der nordischen Mythologie zum Beispiel das Ganze gehandhabt wird, dann sehe ich, dass da die Götter nicht große, zornige Monster sind, die du auf jeden Fall verehren musst, wie im Christentum, sondern da wird gesagt, okay, wir haben hier jetzt diesen Odin und der hat auch nicht unbedingt von allem Ahnung, obwohl er der Gott des Wissens ist. Und der ist auch bereit, für mehr Wissen Opfer zu geben. Zum Beispiel, um die Runen zu erlernen, hat er versucht, sich zu erhängen. Er hat ein Auge geopfert, um von der Quelle des Wissens trinken zu können und so weiter. Das heißt, davon kann man dann schon mal auf sein eigenes Leben eine Lehre ziehen. Das heißt, dass nicht gesagt wird, Gott wird dir alles geben und gut ist und fertig, sondern dass gesagt wird, Odin, der Gott des Wissens, hat ein Auge geopfert, um Wissen zu erlangen. Das heißt, man kann nicht einfach erwarten, dass das Wissen zu einem kommt, sondern man muss auch bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Nicht unbedingt ein Auge, aber das kann man jetzt ja symbolisch sehen, weil das halt nicht gesagt wird, Bibel, Paragraph A43, wenn eine Frau vergewaltigt wird, sondern weil es gesagt wird, und Gott ging zum Riesen an der Quelle und gab sein Auge, um zu trinken.
da weiß man, gut, das ist jetzt symbolisch, das ist eine Geschichte, die erzählt man Kindern am Lagerfeuer, damit die was davon lernen. Und zum anderen hat man dann natürlich auch noch solche Geschichten wie Loki, der Gott der Streiche, der dann bei einer Wette mit einem Magier sich in einen Esel verwandelt, um das Maultier des Magiers abzulenken und dann anschließend von dem Esel bestiegen wird und dann anschließend davon schwanger ist. Um mal zusammenzufassen, du hast einen Hauptgott der nordischen Mythologie, der von einem Esel schwanger geworden ist. Das nenne ich mal eine lockere Sicht. Da wird nicht gesagt, Gott ist groß und mächtig und verdient Respekt und du darfst nie was Lustiges über ihn sagen, sondern da wird gesagt, das ist Loki. Götter bauen auch mal Scheiße. Es gibt zum Beispiel auch so eine herrliche Passage, in der Thor seinen Hammer verliert und sich als Freya verkleiden muss, also in einem Brautkleid verkleiden muss, um den Hammer von einem Riesen wiederzubekommen. Das heißt, da wird das auch mit sehr viel Humor gesehen. Es ist nicht dieses, du musst an Gott glauben, sonst kommst du in die Hölle, sondern es wird gesagt, Thor hat auch mal ein Kleid getragen, es ist nicht so schlimm, wenn man sich mal ein bisschen mädchenhaft benimmt. Wie gesagt, man kann aus anderen Religionen auch gute Lehren ziehen, auch wenn das dann eher persönliche Lehren sind. Dass man dann halt nicht das eindeutig niedergeschrieben hat, wie in der Bibel, mit das ist so und nicht anders, sondern dass man da Sachen hingeschrieben hat, aus denen man seine eigene Lehre ziehen kann. Aus denen man sagt, indem ich den Göttern nacheifere und versuche, so wie die Götter zu sein, werde ich selber ein besserer Mensch, weil ich mir diese Ideale der Götter auf die Fahne schreibe. Ich schreibe mir eben den Mut von Herkules auf die Fahne. Ich schreibe mir die Intelligenz von Loki auf die Fahne. Und da wird nicht gesagt, na, ich habe ein Problem, ich setze mich jetzt hin und bete ganz lange zu Loki, bis dann mir eine Idee kommt. Sondern man denkt nach, was würde Loki machen? Ich mache das jetzt so und so. Und zum anderen gibt es natürlich auch noch, ich sag mal, moderne Wiederholungen dieser Texte. Man kann davon ausgehen, sage ich jetzt mal einfach, wenn etwas häufig wiederholt wird, hat das irgendwo einen wahren Kern. Vor allem, wenn das kulturübergreifend passiert. Und wenn das Siddhartha Gautama im Kastensystem des alten Indiens sagt, dass Konfuzius im feudalen China sagt und wenn das dann später Freud sagt in Deutschland, dann weiß man, okay, da wird wohl irgendwas hinter sein. Und wenn alle sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, was sich zum Beispiel auch Jesus mit drauf geschrieben hat auf seine Texte, dann weiß man, da werden wohl wahre Inhalte drin stecken. Was ich halt empfehlen wäre, guckt euch, wenn ihr ein spiritueller Mensch seid, also spirituell in Anführungsstrichen, wenn sie jemand kommt mit Astro-TV-Esoterik, dann raste ich hier vollkommen aus. Also wenn jemand von euch religiös ist oder spirituelle Ansätze hat oder was auch immer, vertraut nicht einfach nur stumpf auf eure Schrift und sagt, das ist die Bibel, die muss ich befolgen, das ist der Koran, den muss ich befolgen, sondern liest das mit Verstand durch und sondiert selber aus. Die Bibel kann genauso ein gutes Lehrbuch sein wie zum Beispiel die Schriften des Buddha, allerdings muss man dann bei der Bibel deutlich mehr rausstreichen. Und man muss sich natürlich, wenn man streicht, auch mal Gedanken machen. Man kann jetzt nicht den Thomas machen und sagen, das Alte Testament ist mir relativ wuppe, aber die 10 Gebote behalte ich. Und ich behalte, wer bei einem Mann liegt wie bei einer Frau. Aber alles, was da drumherum ist, was aus derselben Zeit von denselben Autoren kommt, mit demselben Gedanken im Kopf, die ignoriere ich vollkommen. Das macht dann keinen Sinn, wenn man sagt, ich nehme jetzt diesen einen Lehrsatz aus 50 anderen. Das heißt, lest euch eure religiösen Schriften durch, denkt lange und gut drüber nach. Und am Ende seid ihr dann wesentlich schlauer, als wenn ihr einfach sagt, das ist von Gott gemacht, das muss so befolgt werden und fertig. Man merkt ja schon sehr deutlich, dass der Onkel Firngard da deutlich besser belesen ist als die meisten Bibelspinner. Ich erkläre noch kurz, warum ich Bibelspinner sage, weil tatsächlich, gerade vertreten durch Thomas, echt Leute auftauchen und sagen, es steht in der Bibel und deswegen ist das richtig. Was ich vorhin kurz angedeutet habe, wer die Bibel liest, sollte eben auch Ahnung haben von der Tora und der sollte sich dann eben auch Ahnung verschaffen von dem, was vor dem Judentum war. Und wenn man dann tatsächlich mal den Kopf aufmacht und das Wissen reinlässt, dann kann man anders als Thomas, und für den machen wir ja das kleine Video hier und für uns, dann merkt man vielleicht auch mal, dass man das tatsächlich, man kann es wissenschaftlich machen, muss aber nicht sein, aber man muss es geschichtlich und sozial einordnen. Das hat Thomas bis heute nicht geschnallt. Und Thomas, die Aufgabe bloß nochmal fürs Protokoll,
atheistische Werte als Alternative zur Bibel aufzeigen. Ich frage mich, warum der uns beide das fragt. Thomas ist Abonnent von Carlo Wernimp. Der macht eine Videoreihe, die ist mittlerweile schon bei Teil 18 angekommen, Gedanken eines Atheisten. Und weil Thomas nicht nur Abonnent von diesem Kanal ist, sondern sich die meisten Videos auch angeguckt hat und da kommentiert hat, müsste er ja eigentlich schon wissen, was für Werte ein Atheist denn mitbringt und auch gern in die Welt trägt. Er hat das auch den Kanalbesitzer gefragt. Wir können den ja auch mal mit verlinken. Und er hat ihm auch ausführlich geantwortet. Und ein Teil seiner Videoreihe gibt genau eine Antwort auf diese Frage, die Thomas uns beide gestellt hat. Aber wir reden ja hier von Thomas. Ja, Thomas de Boeing. Ich weiß, es ist schon etwas sehr lang, das Video, aber wenn wir gerade noch Zeit haben und uns vielleicht noch so zwei, drei Leute zuhören, könnten wir sogar noch mal auf die Ursprünge der religiösen Moral eingehen. Ach, da Thomas uns doch angedichtet hat, dass wir ganz viele Fans oder Abonnenten haben, die ihm wahrscheinlich voll spammen oder total unserer Meinung sind, machen wir das ganz anders. 3 Tage vorm jüngsten Gericht mieten Firngard und ich das Olympiastadion bei freiem Eintritt. Es gibt Würstchen mit Senf. Und dann erzählen wir das alles. Oder wenn wir halt diesen November schon was vorhätten, machen wir halt irgendwann nochmal ein Video dazu. Wenn nicht die satanistischen Alien-Shapeshifter-Illuminaten kommen. Seitenhieb auf Nikolai gelungen, abhaken. Weil jetzt wir driften auch schon wieder in die gute Laune ab. Das heißt, langsam sollten wir mit dem Video durch sein. Genau, ich möchte bloß nochmal, weil es einfach so schön reinpasst, Thomas aufgreifen und sagen, man möge sich die Videos angucken, die Thomas hochgeladen hat. Die alten kann man bei mir sehen, die geilen Antworten von Firngard kann man bei Firngard sehen. Nein, die habe ich ja gelöscht, nachdem wir dann dieses lange oder knapp bevor wir das lange Gespräch hatten, hat sich dann Thomas doch lange ausgeschüttet mit Firngard, du bist voll gemein zu mir, du bist voll böse. Da habe ich mir gesagt, gut, dann machen wir jetzt das lange Gespräch und ich nehme die Videos runter. Aber im Gegenzug hat dann Thomas halt auch im Grunde mit unserem Stimmchen hier abgeklärt zu sagen, ja, innerhalb von 8 Wochen war es, glaube ich, mache ich noch eine Gegendarstellung, beziehungsweise mache das alles so, dass es, ja, wie nenne ich das, sage ich das mal freundlich, er wollte noch mal drüber nachdenken. Und im Grunde hat er dann das Kreuz gemacht mit die Schlange ist das Gehirn und Denken ist böse. Und da habe ich mir gedacht, fuck, warum hast du die Videos gelöscht? Aber du hast ja noch das Atheisten-Video, wo du dann mal klarstellst, wer eigentlich in der Beweispflicht ist, ne? Ja, das Video habe ich noch. Ich habe noch 4 Gründe, warum Homosexuelle und Pädophile ganz verschieden sind. Das hat aber jetzt mit der Bibel primär nichts zu tun. Naja, aber das nimmt Thomas ja als Aufhänger, um zu sagen, in der Bibel steht Homos, Lesben, alle scheiße. Und deswegen finde ich das auch so. Und das ist eben der Knackpunkt. Also Thomas, wenn das deine Bedienungsanleitung ist, dann wird das wohl nichts, wa? Zum Endboss kommst du dann nicht. Ja, und um das zu beenden, kann ich dann nochmal ein bisschen aus der Bibel zitieren. Um genau zu sein, 5. Mose 28, 63. Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so würde sich nun freuen, euch umzubringen und vertilgen. Ich glaube, damit können wir das Video beenden, oder? An dieser Stelle blende ich einen Chor ein. Dann noch einen schönen Abend. Euch auch. Also, ciao.